Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister. Die Frage, ist ein Gläubiger in der Lage, Laylatul Qadr zu erkennen? Eine wichtige Frage für uns, zumal wir auch schon ein Video darüber gemacht haben, was der Wert von Laylatul Qadr ist. Und ein jeder Gläubiger ersehnt, dass er diese gewaltige Nacht erreicht, damit Allah Azza wa Jal sie ihm gut schreibt und er vor Allah subhanahu wa ta'ala mit Bergen von guten Taten stehen wird und dafür belohnt wird, Yawmul Qiyamah. Möge Allah Azza wa Jal uns diese Nacht erreichen lassen. Höre den Hadith von Aisha radiallahu anha, den At-Tirmidhi überliefert hat, und er sagt, dieser Hadith ist Hasan Sahih. So fragte Aisha radiallahu anha wa adaha den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Ya Rasulallah, أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Sie fragte ihn, O Gesandter Allahs, صلى الله عليه وسلم, wenn ich weiß, welche Nacht ليلة القدر ist, was soll ich dann in dieser speziellen Nacht sagen? Er sagte, sag, O Allah, du bist der Allverzeihende, du liebst die Verzeihung, darum verzeihe mir. Subhanallah. Aisha radiallahu anha fragte, wenn ich weiß, welche Nacht diese ist, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr nicht etwas anderes gesagt, außer was sie im Bittgebet sagen soll. O Allah, du bist der Allverzeihende, du liebst die Verzeihung, darum verzeihe mir. Von hier haben die Gelehrten gesagt, dass es möglich ist für einen Gläubigen, diese Nacht zu erkennen. Aber subhanallah, Allah mit seiner völligen Weisheit, subhanallah, denn er will, dass wir uns anstrengen für diese Nacht. Er hat es so gemacht, dass wir erst am nächsten Morgen sehen, ob es Laylatul Qadr war oder nicht. Und das ist die Hikmah von Allah Azza wa Jal, dass wir uns abmühen für diese Nacht und nicht schon zuvor die Zeichen erkennen und dann uns erst anstrengen. Nein, wir sehen die Zeichen erst später, bedeutet am nächsten Morgen, dann können wir sagen, Alhamdulillah, das ist Laylatul Qadr. Wir haben zumindest Zeichen, um dieses zu bestimmen. Was sind diese Zeichen? Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, es gibt viele Überlieferungen. Und manche davon sind authentisch und andere nicht. Wir wollen uns nur auf die authentischen beschränken, bi'idhnillahi ta'ala. Und es gibt auch viele Sagenmärchen. Das heißt, was die Leute untereinander verbreiten. Wie zum Beispiel sehr seltsame Dinge, dass in dieser Nacht die Hunde nicht heulen, dass in dieser Nacht dieses und jenes passiert. Dem schenken wir keine Beachtung, liebe Geschwister, sondern vielmehr beschränken wir uns auf die authentischen Ahadith. Es wird überliefert von Ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und die Überlieferung ist bei Ibn Khuzaima, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat diese Überlieferung aufgrund der verschiedenen vielen Überlieferungswege als Hasan klassifiziert. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laylatun talqatun. Das ist eine angenehme Nacht. Eine Nacht, die gemäßigt ist. La harratun wa la barida. Sie ist weder heiß, noch ist diese Nacht kalt. Weder heiß, noch kalt. Angenehm. Angenehm ist diese Nacht. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, tusbihu shamsu yawmaha hamra'a da'ifa. Die Sonne wird an diesem Tag rötlich sein, aber schwach. In einer anderen Überlieferung bei Imam Muslim von Ubay ibn Ka'b radiallahu an, dass er sagte, und manche führen diese Überlieferung auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück, er sagte, la shu'a'a laha. Sie wird nicht so doll strahlen an diesem Tag, bedeutet, es gibt Zeiten, wo die Sonne sehr stark scheint und da fällt es einem schwer, direkt in die Sonne hereinzuschauen. Aber in dieser Nacht ist es möglich, hereinzuschauen, ohne einen Schaden davon zu tragen. Und auch wird überliefert bei Imam Ahmad, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Laylatun Baljah. Es ist eine leuchtende Nacht. Eine erhellte Nacht. Das sind die Überlieferungen, die uns authentisch erreicht haben, liebe Geschwister. Anhand dieser Überlieferung können wir dann ausmachen, welche Nacht
Laylatul Qadr ist. Es muss eine Nacht in den letzten 10 Nächten sein. Laylatul Qadr ist in jedem Fall in den letzten 10 Nächten. Nicht davor und nicht danach. Wallahu ta'ala ala wa'alam, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.